willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Wir sind ja letztes Mal hier einige Male an Manus gescheitert. Und ich hatte ja gesagt, ich mache mir jetzt einfach mal nach den 5 Versuchen das Artorias-Großschild. Weil ich das Gang einfach mal damit probieren würde. So, das Ding ist, ich brauche dafür erstmal sowieso schon ein paar Seelen. Ich glaube, ich gehe mir erstmal zu der Gemeinde der Untoten. Wo ist das denn da? Denn Anolondo Seelenfarmen geht ja nicht mehr, habe ich ja dunkel gemacht, hatte ich schon wieder ganz vergessen. Das kriegt man da eigentlich immer ganz gut Seelen. Zumindest um erstmal ein Schild zu basteln. Ich meine, aufrüsten, weiß ich nicht, wie weit ich das aufrüsten werde. Ich weiß auch nicht, wie viel das dann bringt. Weil das ist ja, kostet ja 5000 pro Level ab. Von deswegen, warte mal, ich gucke auch mal gleich mal, habe ich vielleicht, ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich habe sonst kein weiteres Schild schon mal angefangen. Oh, doch, das könnte ich. Nehme ich das einfach weiter? Ja, komm. Habe ich sogar noch dabei. Geil. Dann nehme ich doch einfach das und hoffe mal, dass es dann damit besser klappt als. Also mit dem Artorias-Schild als mit dem. Das heißt, ich brauche jetzt auch gar nicht mehr so viel Scheiß. Ich weiß gar nicht, wie viel das dann bei dem. Das Umwandeln an sich kostet. Ob das auch 5000 sind oder ob das weniger sind. Ich weiß es nicht genau. Das werden wir dann gleich sehen. Erstmal brauche ich noch wahrscheinlich so 3 kleine Scherben. Und, ich glaube, große Scherben müsste ich eigentlich genug haben. Ja, habe ich definitiv genug. Das dachte ich mir nämlich schon. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob das hier... fast runtergefallen. Das wäre blöd gewesen, dann wäre meine ganze Humanity, die bei Manus war, weg. Ich habe gerade nochmal mein Mikro angeguckt, das kam mir gerade so schief vor. So, also so mit Popschutz und bla und so und dies und jenes, aber ja, komm. Nein! Nein! Komm her. So ist gut. Warte mal, aber wie viele kleine habe ich denn noch? Gar keine. Also brauche ich wirklich noch 3 oder ich kaufe mir halt einfach gleich 3. Dann brauche ich dafür aber noch Seelen. So, das war mein Plan. Das hat funktioniert, das ist gut. Ja, ich will jetzt auch nicht lange hier farmen. Also ich will jetzt auch nicht zu lange machen. Habe jetzt heute auch wieder, wie üblich, nicht allzu viel Zeit. Die letzte Mal nach ging eigentlich. Wäre halt geil, wenn ich das heute in 2 Folgen schaffen würde, mit dem Spiel durch zu sein, weil mehr schaffe ich auf jeden Fall nicht aufzunehmen, weil ich noch ein bisschen anderes zu tun habe. Aber ansonsten gucken wir dann gleich mal weiter. So. Ich werde jetzt noch die Balder-Typis da hier vorne fertig machen und dann. Ja, mein Gott, wenn die nichts droppen, dann gehe ich halt zum Schmied. Ich weiß auch mal nicht, ach, wie teuer ist das denn immer alles. Kostet eine 400, kann das? Ich brauche sowieso nur noch 2. Das ist schon mal gut. Weißt du was? Ich mache ja genug Damage, dass ich mittlerweile einfach so laufen kann. Okay, schön, dass ich alles mögliche von euch kriege, nur nicht die Scherben. Aber, ja, Scherben wären mir in dem Fall lieber. Naja, was soll's, sei's drum. So, ihr haben wir ja schon die ganze Humanity geklaut. Soweit ich weiß, ne? Und sind dann wieder gestorben, haben sie wieder alle verloren. So das übliche Problem, wie man das so kennt. Aber ansonsten... Ach, siehst du mal, ich wollte gerade mal gucken. Oh ja, geil. Ich kann ja mittlerweile zurückkehren. Habe ich dann einen Talisman dabei? Ja, habe ich schon. Sehr gut. Muss ich jetzt noch nicht unbedingt einsetzen. Ich weiß nicht, wie es sich gerade vom Gewicht verhält. Aber ja. So. Dann gucken wir mal zu André auf Astora. Ist das doch hier, ne? Ja, du kannst auch gerne die Götterglut haben. Von mir aus. Aber ich würde gerne erstmal... Eine kostet 800. Das ist aber ganz schöner Wucher, mein Freund. Dann haue ich hier jetzt noch kurz 2, 3 Bäumis weg. Und dann müsste das reichen. Da muss ich... Ich weiß aber nicht, wie teuer das umwandeln. Das ist wahrscheinlich auch nochmal teurer. Warte mal, 200 könnte das sein. Dann also einmal aufsteigen und dann nochmal 200 umwandeln. Also vielleicht nochmal 400. Ich weiß auch nicht. Das werden wir gleich sehen. Ich muss das ja auf jeden Fall hier umwandeln. Ich meine, in Anolondo kann ich das dann zur Not ja immer noch... Ach ja, ich muss noch irgendwo 2, 3 Seelen herkriegen. Vielleicht gehe ich nochmal kurz in die Duke Archives oder sowas. Da gibt es ja eigentlich auch ganz... Oh, ich könnte auch in die Katakomben gehen. Da sehe ich zwar nichts, aber wenn ich da 1, 2 Skelette wegmache, habe ich ja gleich wieder ein bisschen was. Das ist, glaube ich... Ah, wisst ihr was? Wieso Katakomben? Ich bin ja auch schlau. So, stirb. Dann eben nicht. Ich will den auf dem Boden, so. Oh, das war jetzt egal. Dann nehmen wir doch gleich mal unseren Talisman zur Hand. Und
Gehen einfach mal nochmal zurück nach Olasil, weil da kriegt man ja schon ganz gut Seelen, ne? Die droppen ja nur große, große, große. Ach, ich habe hier sogar gerastet. Echt? Oh. Naja, egal. Ich kaufe mir erstmal die letzte Scherbe, gucke, ob ich einmal upgraden kann. Das Umwandeln wird, wie gesagt, denke ich mal nicht reichen. Boah, so viele Gluten haben wir da, ist ja verrückt. So. Genau, ich wollte erst eine Seele. Warte mal, wie teuer ist das? Nein. Verstärken. Kostet auch nochmal 800. Gut, dann kaufe ich erstmal noch die kleine Seele. Kleine Scherbe. Dann gehe ich jetzt mal nach Olasil, pumpe da ein paar Seelen mir rein und dann gehe ich auch wieder. Stimmt, warum bin ich ja nicht hier früher drauf gekommen? Das ist ja eigentlich recht schnell da alles. Naja. Sei es drum. So. Ja, Geräusche beim Trinken sind einfach unabdingbar. Die sind notwendig. Konstatiere jetzt einfach mal so. Sagt man das so? Bestimmt. Ich habe doch keine Ahnung von Deutsch. Ich hatte das mal in der Schule, das ist aber schon lange her und da war ich auch nicht so gut. Nein, 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 nein. Kein Stamina mehr. Ich will jetzt hier nicht sterben. Das will ich einfach nicht. Soweit. So, aber da seht ihr schon, haben wir schon mal wieder ganz gut Seelen gesammelt. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal kurz eine Runde runter. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht bei dem Mage, das wäre wieder schön blöd. Aber ja, habe ich jetzt an... Oh, ich weiß nicht, habe ich jetzt hier an dem Leuchtfeuer gerastet bei Olasil? Ich glaube nicht. Wäre in dem Moment jetzt mal von Vorteil. Denn ich will ja dann gleich wieder zurück zu Andri. Ach, wir gucken jetzt einfach. Ich habe keine Lust auf den Magier, der ist mir zu gefährlich. Da bin ich ja schon mal gestorben, meine ich, oder? Ich denke schon. Ich glaube, ich bin überall sowieso schon bei fast allen gestorben. So, aber das ist schon mal gut. Dann kann ich jetzt zumindest erstmal das Schild upgraden und umwandeln. Ach, ich dachte gerade schon, der will mir noch eine Glut abknöpfen. So, ich hätte gerne mein Schild umgewandelt. Das ist auch wieder 800. Ach so, weil es so ein großes Schild ist. Ja gut, das ist natürlich suboptimal. Brauche ich nochmal 800. Ich glaube, danach brauche ich nochmal 5000, meine ich. Ich werde jetzt nochmal nach Olasil gehen, mir nochmal kurz da 2-3 Seelen snacken. Ich meine, im Inventar habe ich gerade keine mehr, oder? Oh, habe ich... okay. Planänderung, ich gehe direkt nach Anor Londo. Ach da, so. Und dann, ja. Dann werde ich da nochmal kurz einen Zwischenhalt beim Feuerbandschrein einlegen, damit ich wieder 20 Estus habe. Und ansonsten... Ja, hier läuft ja nichts mehr weiter rum, ne? Also, hier geblieben. Ich meine, ich habe ja die beiden Rittertypis da schon besiegt. Das war ja... egal. Bin ich ja auch auf jeden Fall einmal gestorben. Das war ja auch ein bisschen blöd. Ich musste gerade überlegen, welcher Folge das war. Ob das in dem... Ist der Silberritter noch da? Ja, oder? Die verpissen sich doch nicht, oder? Der Pfeileschmeißer. Das war ja auch die Folge der Kurzzusammenschnitte, den ich machen musste, weil der Ton verkackt war. Ach, der ist doch weg. Muss ich tatsächlich sagen, das hat mir eigentlich auch recht viel Spaß gemacht. Und ich mag solche Videos eigentlich auch ganz gerne, aber irgendwie, ich bin halt faul. Und ich bleib einfach bei meinen Start- und Stopp-Aufnahmen, außer es wird mal wieder um was verkackt. Weil das einfach, ja, du, das ist, das können andere besser, das sollen die anderen machen. Ich mach nur den einfachen Scheiß. Gibt's überhaupt noch, irgendwelche Viecher waren hier doch, meine ich noch, aber ja, ist egal. So, ich hätte gerne, einmal zwei Seelen gefuttert oder drei. Ich futter jetzt einfach alle. Dann kann ich im Zweifelsfall wenigstens das Schild auch gleich noch ein bisschen upgraden. Ja, auf Level 3 oder so müsste ich ja kommen. Falls ich denn überhaupt noch Dämonen-Titaniten habe, es kann doch sein, dass ich einfach keine mehr habe. Okay. Hab nichts gesagt, also auf Level 3 könnte ich das schon noch kriegen. So, ich hätte gerne das auf 10. Und dann hätte ich das gerne auf das da. Ja. Okay, ich komme nicht ganz bis Level 3, weil... Ne, und so. Mir fehlen dann 500 Seelen. Die kriege ich aber noch fix zusammen. Entschuldigung. Es fängt schon wieder an mit dem Räuspern. Dann trinke ich gleich wieder einen Schluck. So. Wie gesagt, einmal zum Feuerbandschrein. Und dann von da aus nach Olasil. Dann in Olasil werde ich dann noch kurz einmal so ein Typi kloppen. Dann werde ich ja schon wieder auf
5000 sein, dann werde ich das Schild jetzt noch auf Level 3 bringen. Und ja. Dann versuchen wir uns weiter an Manus. Uey, das wird ein Spaß. Ach man. So, die Stadt Ulassil, da muss ich hin. Ah, ja. Du, also wie gesagt, Manus ist, glaube ich, hier so wirklich mein Kryptonit im ersten Teil. Es gibt viele Sachen, in denen ich richtig kacke bin, aber Manus toppt das Ganze nochmal. Habt ihr ja letztes Mal gesehen, wie ich einfach komplett zu blöd einfach rangegangen bin, glaube ich. Obwohl, ich hatte ihn ja schon einmal wenigstens auf 60%, aber da ist es... Ach, alles ungünstig. So, haben wir schon mal hier gerastet. Hat auf jeden Fall, es ist halt krass, die Haltung mit 88, ne? Das ist halt einfach der Shit. Ist halt auch ordentlich schwer, die Scheiße. Werde ich dann auch erst wieder unten anziehen. Und jetzt wieder der übliche Weg zu Manus. Den kennen wir jetzt ja schon aus der letzten Folge. Das wären auch solche Sachen, die man vielleicht wegschneiden könnte. Dann kann ich aber so gar nicht einschätzen, wie lang die Folge wird. Und das Einzige, oder das eher das Problem ist ja bei mir, dass ich... Ja, weiß ich nicht. Die reale Zeit, die ich dafür ja aufwende, ist ja trotzdem gleich. Beziehungsweise mit Schneidkrams und alles dann sogar noch mehr. Und wie gesagt, ich bin tatsächlich jetzt einfach nicht mehr so, also habe nicht mehr so viel Zeit wie früher so. So die ersten Studienjahre waren halt schon so typisch Student, ja, so viel Zeit hat man halt wirklich eigentlich kaum in seinem Leben nie mehr. Gut, ich vielleicht auch noch zu meiner Abi-Zeit, aber das ist eher so ein persönliches Problem. So, aber ja. So, du kommst auch noch her. Na, zu weit weg. Komm her. So, passt. Ja, wie gesagt, ich bin ja halt, hatte ja neulich erzählt, in einer der letzten Folgen, bin ja mittlerweile Vollzeit arbeiten, weil ist man, da rutscht man ja irgendwie so rein, also ich zumindest irgendwie passiert sowas halt. Und da bin ich ja so im Schnitt dann schon 5 oder 6 Tage die Woche arbeiten und ach ja, und dies und jenes. Wie das eben immer so ist, das passiert alles. Habe ich überhaupt noch Seelen bei Manus? Bin ich nicht einmal auch bei dem Typ schon gestorben? Ach egal, ich hau ab. Ich habe ihn nicht erwischt. Läuft ihr mir jetzt hinterher? Krass. Nein, 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 du darfst mich nicht treffen. Du darfst mich nicht treffen. Da habe ich absolut keinen Bock drauf. So. Aber es kann auch sein, dass, wie gesagt, ich mal, wahrscheinlich bin ich auch schon ein paar Mal gestorben, die ganze Humanity wieder verloren. Das, also ich weiß, dass ich einmal bei dem Magier gestorben bin. Die Erinnerung kommt gerade wieder. Ich habe, glaube ich, wann habe ich aufgenommen? Vor einer Woche oder anderthalb oder so. So in dem Dreh. So. Ja, jetzt haben wir leider die Fat-Roll. Das ist halt... Bleibt halt nicht aus. Die Fat-Roll, die normale Rolle halt. Die Mid-Roll. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob ich mich auch wirklich großartig auf meine Seelen konzentrieren sollte. Ich meine... Ah, seht euch das an einfach, wie geil das ist. Das Schild. Das ist halt einfach der Shit. Okay. Na gut, da war ich jetzt... Also der Hammer ist natürlich auch noch langsam. Das kommt ja noch dazu. Ist ja klar. Das war zu früh. Passt. Passt noch. So. Oh, jetzt macht er seine Combo. Aber ihr habt ja gesehen, wie das letztes Mal bei dem... Ah, zu langsam. Oder zu weit weg. Bei dem Schild einfach dann irgendwie doch nach der dritten oder vierten durchgegangen wäre. Und hier einfach... Nope. Ach, Mann, er haut dir wieder mit seinem Schwanz zu oder so, ne? Das war... Gefällt mir nicht. Das Gute ist, dass man hier wenigstens nicht runterfallen kann. Das wäre natürlich auch noch eine krasse Sache, wenn das passieren könnte. So. Bitte lass mich. Ich würde gern was trinken. So. So. Ich sage die ganze Zeit nur so, aber ihr merkt schon, ich bin hier ein bisschen focused. Nicht so stark, wie ich sollte. Gehe ich mal von aus. Aber... Ah, zu weit weg wieder. So, dann ist wieder der fiese Move, dass man ihn anvisieren muss, wenn er gesprungen ist. Das normale halt so. So. So, wenn ich hinter ihn gehe, dann macht er bestimmt wieder seinen komischen Move mit dem einmal rumschlagen, der mich jetzt schon ein paar Mal erwischt hat. Genau wie der hier. Einmal trinken. Oh, das war zu früh getrunken. Aber Artorias Schild ist halt einfach schon crazy shit.
das ist halt einfach wirklich heftig. Ah, jetzt habe ich, jetzt werde ich hier gerade tatsächlich leider zu ängstlich. Was? Und das habe ich jetzt nicht verstanden. Hat er irgendwie aufgehört, den anzuvisieren oder so? Das habe ich jetzt nicht mehr gesehen. So, so viel zu dem Thema. Naja. Kann ja nicht sein, dass es beim ersten Versuch in der Aufnahme klappt. Im ersten Versuch sowieso nicht mehr, ist ja schon lange vorbei, aber... Boah, ich wette, ich werde auch bei Gewinn sowas von verkacken. Ach, Mann, ey. Alles blöd. Alles blöd. Naja. So, ich sag mal so, ich gebe mir jetzt nochmal 5 Versuche, so wie letztes Mal. Und danach werde ich dann wirklich Sif rufen. Weil das ist halt... Ja, ihr seht halt, wie schlecht ich da einfach bin. Wie dumm ich mich anstelle. Ich bin da, glaube ich, auch einfach zu ängstlich. Und habe sein Pattern nicht so sehr drauf oder bla. Oder einfach alles, alles falsch. Ist einfach alles falsch hier. Oh, oh. Na komm. Trau dich. Nein. Lass mich dich hauen. So, von da kommt auch noch einer. Och, Mann, seid doch nicht immer alle so weit weg. Das gefällt mir nicht. So ist gut. So ist sehr gut. So, jetzt kommt die eine Humanity dann nochmal wieder runtergerutscht. Aber ja, wie es scheint, habe ich wohl letztes Mal dann irgendwann doch meine Seelen verloren. So. Das wollte ich nur nochmal festhalten. Obwohl ich ja gerade auf dem Weg nach unten schon wieder eine Humanity gekriegt hatte, das war ja schon ganz geil. Oder ob ich... Ja, doch. Jedes Mal wieder vorbei, aber egal. Solange er mich nicht trifft, dann spare ich mir da die... Was habe ich gesagt? Ach ja. Ah, und dann ist es immer so nervig mit dem ganzen Weg und so. Naja. So. Kann ich mir nicht einfach direkt zu ihm porten? Das wäre doch viel besser. Also wie gesagt, ich könnte das auch alles schneiden. Das wäre für euch wahrscheinlich angenehmer. Für mich aber deutlich mehr Aufwand. Und würde mir die Laufzeit ja trotzdem nicht verkürzen. Deshalb, müsst ihr damit leben, dass ich so scheiße bin. So. Statement. So, der Magier... Ach man, Alter, das ist das nervig mit dem. Der Magier zählt trotzdem nur nicht als ein Versuch. Deshalb bin ich immer noch bei der 1. 4 Versuche habe ich noch, bevor ich mich wirklich komplett geschlagen gehe und mir auch noch Sif dazu hole, bei dem ich dann wahrscheinlich auch nicht mit dem ersten Versuch schaffe. Aber ja. Jetzt kann man auf die Humanity. So, die ist mir eigentlich auch eh zu langsam. Zuletzt mal auch nichts gedroppt, also bringt mir nichts. Nur versuchen jetzt den Magier zu kriegen und ach Mann, ey. Wie minimalistisch quasi ich hier schon werde, ist ja... Oh, oh. Nein, 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 nein. Gut, das hat gepasst. Da bin ich einmal gut gerollt, wenigstens. So. Die kleinen Humanities, weiß ich nicht, ob ich die mitnehme oder nicht. Oder ob die mir auch einfach wieder nur Leben abzwacken werden. Ich werde auf jeden Fall schon mal das andere Schild anziehen. Den Schild, das ist doch der Schild, ist es doch hier, ne? Ach, Mann. Ich weiß das doch auch immer nicht. Nö, die ignoriere ich jetzt. Tschüss. Man kann ihn ja auch irgendwie einfach von hier mit dem Bogen abschießen. Man sieht ja da unten die Augen leuchten. Soweit ich weiß, geht das wohl. Aber, du, ne, das muss jetzt ja auch nicht. Das tut ja nicht Not. So, Versuch Nummer 2. Also heute. So, du haust mich, ich hau dich. Jetzt kommt bestimmt wieder der Rundumschlag, wofür ich zu langsam bin. Ne, passt diesmal, okay. Ah, zweiter Schlag, vergessen. Die Gier. Die Gier bei Dark Souls, so. Aber das reicht, vom Trinken her. Jetzt kommt bestimmt die Backhand, welche hier Rückhand. Oder nicht, was auch immer, so. Kommt noch ein dritter? Oh. Falls ihr merkt, ich versuche immer zwischendurch mal kurz das Schild runterzunehmen, damit meine Ausdauer sich schneller regeneriert. Was aber tatsächlich ziemlich risky ist. Und ich mache das auch nicht immer, aber meistens. So, komm her. Problem ist, ich glaube, wenn ich ihn jetzt noch einmal schlage, dann kommt schon sein Magiescheiß. Also dann ist er... quasi dazu fähig, den zu machen. So. Und manche Angriffe davon sind halt echt kacke.
frage mich jetzt auch gerade, warum ich überhaupt wegrolle. Weil ich habe doch den Schild. So, wieder anvisieren, wichtig. Okay, jetzt kommt wieder der Move. Einmal auf die Hand bitte. Ah nein, das passt immer nicht. So, was halt nur gefährlich ist, wenn er seinen Magiescheiß macht, der da in die Luft kommt. Also, wenn er den macht, wo er direkt nur nach vorne schießt, dann muss ich nur zur Seite wegrollen. Da muss ich nur schnell genug sein, das geht schon. So. Aber er hat ja noch so ein paar andere Magie-Moves, die richtig kacke sind. Jetzt mache ich einen Sprungangriff von mir aus, damit komme ich klar. Immer schön Schild hochhalten, ich weiß, das ist irgendwie so die Pussy-Taktik, aber komm. Es ist Manus, der Vater des Abgrunds. Und ich war gerade wieder zu gierig. So, den hasse ich nämlich, den Scheiß. Aber der andere ist noch schlimmer, wo er die Dinger nach außen macht. Jetzt versuche ich mal eher wieder heranzukommen. Den hier. Da ist halt einfach mein Go-To. Ich gehe einfach, also drehe mich halt um und versuche das halt einfach mit dem Schild abzublocken. Habt ihr ja gerade gemerkt. So, jetzt springt er. So, ich gehe mal wieder auf Abstand. Ich würde mich tatsächlich... Ah, nee, ich gehe nicht auf Abstand. Also, ihr merkt gerade, wie vorsichtig ich hier eigentlich gerade bin, ne? Aber er auch. Er ist weggesprungen. Jetzt kommt wieder sein Move. Okay, das ist in Ordnung. Wenn ich jetzt ein bisschen aggressiver rangegangen wäre, hätte es vielleicht auch geklappt. Aber wie gesagt, ich bin jetzt sehr, sehr vorsichtig. So. So, jetzt kam der Rückhandschlag, habt ihr gesehen. Der hat mich aber zum Glück, war ich schnell genug mit dem Blocken. So, ich brauche noch zwei Schläge bei ihm. Okay, hat jetzt doch besser geklappt, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Aber ist halt mit dem Schild schon hart einfach, ne? Das habt ihr jetzt ja gesehen. Oh ja, da ist sie wieder. So, das heißt, wir sind jetzt quasi erstmal so gut wie durch mit dem meisten Scheiß. Sie haben wir jetzt gerettet. Moment, ich kann jetzt wieder... So, jetzt bin ich aber mal ein bisschen erleichtert. Ach, heul nicht rum, ich hab dich gerettet. Weißt du was? Dann eben nicht. Oh, aber ich krieg die noch. Also ja, jetzt fängt erstmal so das große NPC-Töten an, sage ich mal. Denn ich bin ein Arsch und fertig ist die Geschichte. Ich werde bestimmt wieder ein oder zwei vergessen. Das wird durchaus passieren können. Aber ansonsten, ja. Bin ich doch ganz froh, dass ich jetzt, ja, wie gesagt, mit dem Schild ist. Ist halt, ja, ich muss halt zugestehen. Weil es passt mir selber persönlich halt nicht so. Das merkt ihr gerade schon die ganze Zeit. So, wo fangen wir denn mal an? Aber ich bin ganz froh, dass ich jetzt so recht schnell durchgekommen bin. So, hier im DLC habe ich zwei NPCs zu töten. Die könnten ein bisschen nervig werden. Wenn ich mich halt blöd anstelle, was ich ja, also dazu neige ich ja, das habt ihr ja gesehen. Ich werde jetzt erstmal versuchen, den Chester da zu erledigen. Denn, ja, du, ne, der muss mal weg. Der hat uns schon als Phantom in die Welt hier blau und alles und so. Das wollen wir so nicht. Das muss anders. So, das Problem ist halt, dass er recht schnell ist und ich halt eben nicht. Deshalb. Wie ihr seht, das ist halt einfach, jetzt wenn er jetzt auch nur mit seinen Schuss ankommt. Warum hat er sich auf... Ah, ich war gerade... Oh, ist das ärgerlich. Ich war gerade so weit weg vom Fokus, dass er nicht mehr anvisiert hat. Deshalb hat er sich umgedreht, deshalb habe ich die Falle direkt in den Rücken gekriegt. So, jetzt ist der natürlich aggro und jetzt wird schwierig. War jetzt auch blöd, dass er von meinem Hammer nicht sehr gestunt war, wie ich gedacht hätte. Der hat also anscheinend einen ziemlich guten Dingsens und so. So, Problem ist jetzt nämlich jetzt, wie komme ich jetzt an ihn ran? Weil er wird jetzt erstmal schießen. Oh nein, ich wollte doch gerade meine Seelen einsammeln. Ich meine, waren auch nur 24.000. Und zum Glück hatte ich noch keine Humanity. Aber ich will den Typen jetzt haben. Also das, ja. Die Folge wird vielleicht auch wieder ein paar Minuten länger. Hab jetzt auch tatsächlich nochmal geguckt zu den letzten Folgen.
Wo ich dann immer dachte, ist vielleicht doch ein bisschen lang geworden, wenn die knapp über 30 Minuten waren. Aber hab dann gesehen, dass ich auch schon andere Folgen hatten, die um die 40 waren, also passt das schon. Dann ist doch alles im Butter. Also ich werde jetzt auf jeden Fall hier den Chester, den Willig. Den Willig, ich meine, ist jetzt auch ein blöder Trade. Ich glaube, ich habe 24.000 Seelen verloren und von dem kriege ich jetzt 12 oder so. Aber geht eher ums Haben. So, jetzt hau ich wieder gegen die Wand bestimmt. Das ist nämlich gefährlich. Das Gute ist, dass er nicht so viel Leben hat. So. Ich habe gewonnen. Ja, siehst du, 10.000 Seelen oder so plus minus hätte ich gekriegt. Dann mit Bonus halt ein bisschen mehr. Sei es drum. So, jetzt kümmern wir uns um den Schmied. Von dem kriege ich, glaube ich, 20.000. Der ist tatsächlich auch gar nicht so einfach. Also, geht eigentlich. Man muss halt immer nur gucken, dass man gut genug ausweicht. Das übliche Problem halt. Weil da oben ja auch nicht so viel Platz ist. Ich werde jetzt auch wirklich alle Schmiede abklappern. Ich werde einfach alle, die mir so einfallen. Ich vergesse eigentlich im Schnitt immer ein. Denke ich mal, aber das ist nicht so das Problem. Hier Dornhall oder wie der heißt, den mache ich vielleicht nicht. Da bin ich aber noch nicht ganz sicher. Da muss ich mir noch überlegen. Bei dem will ich zumindest vielleicht ein bisschen shoppen. So. Ich meine, ich habe zwar schon seinen Bogen gekriegt, also müsste jetzt auch nicht, aber jetzt kriege ich nur seine Rüstung. Nee, war mein Freund. Oh, der hat auf jeden Fall... So. Hat auf jeden Fall einen sehr interessanten Kampfstil, finde ich. Der lässt sich gerne fallen. Okay, damit habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gerechnet, dass er mich da erwischt hat, aber... Komm, was soll's. Ich will mich heilen. Und ich kann nicht zwischen seinen Beinen durch, was ich ziemlich scheiße finde. Okay, da war ich gerade zu langsam mit dem Rollen. Ja, DLC, da sind auch die NPCs. Kack. Aber Zähne zusammenbeißen. Das Spiel ist... Der Run ist eh schon durch. Also ist das egal. So. Schneller, 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 schneller. Ich bin auch gerade noch schon die ganze Zeit so mal ein bisschen am Grübeln, weil... Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt oder auch die letzten Male davor. Ich will ja Gwyn parryen. Das ist ja so mein Go-To. Das heißt eigentlich, ich bräuchte auch dann Havels Ring nicht unbedingt. Da muss ich am Ende nicht drauf achten, dass ich den Ring und den Kopf aufsetze. So, versteht ihr? So, du bist sauer auf mich, das ist in Ordnung. Ich habe dich hier auch gehauen. Jetzt komme ich zwischen deinen Beinen durch. Achso, weil du gesprungen bist, ne? Und jetzt hänge ich hier hinten fest, das ist ärgerlich. So, das ist halt auch immer einer, der ein bisschen mehr Leben hat. Ja gut, ich sage jetzt so schwer ist er natürlich auch nicht, aber ist halt schon was, ne? Weg! Oh, Glück gehabt. Krass, das waren jetzt eine geile Invincible Frame. Okay, es reicht nicht mehr, um den Kopf aufzusetzen, weil ich jetzt zu langsam für. Wollte gerade noch schnell die Treasure Chest aufsetzen, aber komm, was soll's. So, jetzt habe ich im DLC eigentlich nur noch eine Sache zu tun. Also ich könnte hier noch Humanity farmen. Ich glaube, ich werde tatsächlich mal wieder ein bisschen was futtern. Ihr seht ja, ich habe von Manus ganz gut was gekriegt. Nochmal 10 Stück. Werde erstmal wieder auf 10 hochgehen. Ja, aber sonst habe ich eigentlich nur noch eine Sache abzuholen. Die werde ich jetzt noch fix machen. Denn irgendwie war dieser... Ach, stimmt, ich habe ja... Egal. Zwei Doppel-Humanities genommen, nicht nur eine. Dieser Elisabeth-Pilz war ja irgendwie mit der Dusk von Olasiel da verknüpft. Und da wir die Dusk jetzt fertig gemacht haben, ist sie auch tot. Und dann liegt da, glaube ich, einfach ein Beschleuniger oder sowas. Den wir natürlich jetzt so letztlich nicht unbedingt brauchen, aber da gehen wir nochmal hin. Was man auch machen kann, das habe ich tatsächlich auch erst vor nicht allzu langer Zeit rausgefunden, wenn ich jetzt nochmal dahin gehe, wo der Mausoleumswächter ist, dann sind da auf einmal zwei. Sind das zwei oder drei? Ich glaube, zwei sind dann auf einmal. Von denen hier seht ihr, der Pilz ist weg. Krieg ich einen Pilz von der? Ich kriege Pilz einfach nur. Okay. Die zu besiegen, weiß nicht, lohnt sich vielleicht, um irgendwie den Schwanz zu farmen oder sowas. Die bringen aber irgendwie nur 3000 Seelen, also warum sollte ich das tun? Pustekuchen. Aber wenn ihr seht, da sind jetzt auf einmal zwei und denkst du so, ne, ich geh wieder, tschüss. Ich habe mich gegen einen alleine schon dumm angestellt. Aber wie gesagt, also man kriegt dann, glaube ich, deutlich weniger Seelen und was nicht alles, aber es könnte wahrscheinlich nützlich sein, um den Schwanz zu kriegen. So, dann fangen wir mal weiter an. Welche
NPCs haben wir denn noch? Ich muss da halt immer so hart überlegen, ne? Das ist richtig schlimm. Da nicht, da nicht. Was wir... Okay, müssen wir gucken. Ich meine, wir haben ja Dings uns vergeben. Da haben wir nichts, da haben wir nichts, da haben wir nichts. Meine unten... Ja gut, André von Astora, den machen wir mit zum Schluss. Die Tiefen habe ich auch keinen. Beim Drachen, gut, den kann man halt nicht töten. Grabesfürst, Tochter des K. Tochter des K. Ja, ja, komm. Ich muss gerade überlegen, ob, wie ich dann wieder zurückkomme, aber ich habe ja hier meine Rückkehr. Sonst wäre es nervig. Aber so geht das ja. Da holen wir jetzt erstmal auch eine Feuerhüterseele, die wir auch nicht brauchen, aber was soll's. So, und damit uns ja nicht gleich von vornherein anpisst. Welchen wir jetzt tatsächlich nicht besiegen können, ist die Schwester von Quelak, die Magierin, weil wir unsere Pyromantiefaust nicht auf 100 gemacht, auf 10 gemacht haben. Aber egal. Die hätte man sonst zur Not auch noch bei dem aufleveln können. Was hier, was ich eigentlich ganz witzig finde bei den Viechern, sind diese komischen Würmer. Ich habe das seit dem ersten Schlag verkackt, deshalb ist es ein bisschen nervig, sonst hätte ich alle auf einen Schlag gekriegt. Die sind nämlich, also... Für meinen Spiel ist die halt wieder sehr nervig, weil ich halt... Ja, ihr kennt ja. Große, langsame Waffe. Komm überall gegen. Aber das müsst... Ey, ich hab doch geschlagen. Ey. So, aber so funktioniert das. Von dem kriegen wir auch einen Eibeseitiger, falls wir von so einem... seiner Kumpane, erwischt worden wären und einen Eierkopf gehabt hätten. Also ich meine, einen kriegt man ja auch so. Die kann man auch in den... Forester sammeln. Sogar zwei kriegt man hier. So, und Tschüssikowski. Bringt mir halt nicht wirklich... Oh, doch, mehr Seelen als ich dachte. Krass, ohne Feuer oder Seele halt, aber die ist ja eh nicht so relevant für uns. So, dann gucken wir mal, wie viele NPCs ich jetzt noch abgrase, bevor ich dann die Folge beende. Ich habe noch ein paar Schmiede. Genau, machen wir mal ein paar Schmiede. Gehen wir mal... Doch, Katakomben war dann richtig, ne? Ich weiß immer nicht, welche das sind. Ich komme da immer durcheinander. War, glaube ich, jetzt mal auch schon so. Ich glaube, ich bin jetzt wieder bei den Falschen gelandet. Ziemlich sicher. Ne, bei den Richtigen. So. Das heißt, wir ballern jetzt den noch fix weg. Und kriegen dafür, glaube ich, irgendwie... Also einen goldenen Helm und eine Spitzhacke oder sowas. So. Oh ne, den Hammer. Doch, die Spitzhacke kriegen wir von ihm. Viele Seelen bringt das halt nichts. Aber, ja. Ne, den Hammer. Spitzhacke, doch, die gibt's hier, glaube ich. Ne, die kann man, glaube ich, manchmal von den... Dingsens kriegen. Egal. So, jetzt können wir, glaube ich, mal nach Anor Londo. Ja. Gehen wir mal nach Anor Londo. Ich könnte mal auch gucken. Ich meine, ich habe jetzt ewig gewartet wegen Ritter Soler und habe den gerettet und bla und alles. Aber eigentlich könnte ich ihn auch kloppen. Wenn ich ihn irgendwo... Nein, ich wollte doch nicht Anor... Ach, Mann, egal. Kam ja der Prinzessin, obwohl ich glaube, das nimmt sich hier mittlerweile ja nicht mehr viel, weil... Sind ja eh keine Gegner da. So, ich glaube, den Schmied mache ich noch, dann werde ich die Folge beenden. Und dann lassen wir die restlichen NPCs für die nächste Folge. Und ich hoffe mal, dass ich dann bei Gewinn nicht so lange brauche, dass ich das dann in einer Folge abhandeln kann. Wenn sonst, wenn doch, ist halt, ja, Pustekuchen. Beziehungsweise, ich glaube, ich gehe jetzt, also ich werde den Schmied jetzt noch versuchen. Und dann werde ich noch schnell zum Feuerbandschrein gehen und da dann direkt im... zu Donhall da mir ein paar Sachen kaufen. Weil jetzt habe ich wieder ein paar Seelen. Nicht so viele, aber ein paar schon. Och nein, ist das alles Kacke. Ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke. Ich wusste doch, ich hätte... Ach, alles Pustekuchen hier. Alle Pustekuchen. So. Also, nochmal neuer Versuch. Wir teleportieren uns natürlich nach da. So. So einfach ist das. Es ist halt immer so schlimm, ich interagiere mit mir selbst in meiner Facecam, aber nicht mit euch in der Facecam. Das ist halt irgendwie, ich müsste die Facecam irgendwie, müsste ich irgendwie direkt quasi neben dem Bild haben, was, also neben meiner Aufnahme hier, ne, bla, ihr wisst, was ich meine. Damit ich halt auch mehr in eure Richtung gucken würde. Weil so gucke ich immer an euch vorbei. Ist das nicht voll unhöflich, wenn man so mit Leuten redet und dann hm und jenes und bla? Ich meine, solange ich mich aufs Spiel konzentriere, von mir aus, aber sonst...
Schon wieder einfach, ich ist halt einfach. Das, ja. Das bin ich. So, lauf schneller, mein Freund. Und ja, ich weiß, der Riese hat uns gerade noch geholfen und bla. Und wegen dem haben wir dann Manus besiegen können, weil Artorias Großschild und Aber ich bin halt einfach ein Arschloch. Okay, der war deutlich einfacher. Ach Mann, während die quatschen, kann ich leider nicht schnell genug den Helm aufsetzen. Das heißt, es ist dann meistens zu langsam. Vermutlich. So, da kriegen wir einen riesigen Schmiedehammer, der echt, glaube ich, auch eine ganz coole Waffe ist. Jetzt gehe ich einmal direkt zum Feuerbandschrein, werde mal kurz mein Inventar ein bisschen ausleeren. Beziehungsweise, das kann ich auch hier und dann zum... Ist egal. Bodenlose Kiste. Jetzt den ganzen Scheiß hier, ne? Den brauche ich nicht mehr. Ist ein schönes Schild und bla, aber brauche ich jetzt nicht mehr. Das brauche ich noch. Aber ansonsten Talisman brauche ich. Ja, ich glaube, bei den Waffen müsste das sonst alles sein. Der Großbogen, klar, nehmen wir mit. Den Bogen auch. Von mir aus die Finsterhand gerne. Und dann war es das, glaube ich, auch schon, ne? Ah, ne, genau. Ich habe doch gerade hier die Hammer gekriegt. So, 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 so. Aber das müsste sonst dann gewesen sein. Mir geht es tatsächlich hauptsächlich erstmal darum, dass ich jetzt den Rüstungsscheiß loswerde, damit der mir nicht mehr im Weg ist, wenn ich, auf mein Symbol der Gier wechseln will. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir gleich Ghost, Guffs, Ghost, Rüstung. Ich sag's Go. So. Oh, nein. Oh, genau das wollte ich ausprobieren. Das war das ja. Siehst du mal, deshalb habe ich ja Humanity haben wollen. Ich wollte ja, bei dem Eid, genau. Denn, okay. So, egal. Wir machen einfach alles andere nächstes Mal. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.